Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe bei Cosmetic for Less letztens die neuen Love Evotion Paletten entdeckt und die Extended Cherry Blossom Edition ist eine Pastellpalette und Pastell, also wenn ich mir die nicht gekauft hätte, ich wäre nicht mehr ich. Und dieses Packaging schon alleine, die Kirschblüten hier vorne drauf mit diesem roségoldenen, wunderschön. Also einfach nur Liebe, schon allein vom Packaging her. Die Palette hat auch wieder einen großen Spiegel und über den Lidschatten war so ein Zettel. Feel the spring and let yourself blossom. Also ein sehr, sehr süßer Spruch. Und dann die Farben alleine. Ich liebe sie. Ich liebe, glaube ich, jede einzelne Farbe da drin. It's so cute. Diese Palette, die hat meinen Namen geschrieben. Ich weiß, es sind Pastelltöne. Ich glaube nicht, dass sie sehr, sehr stark pigmentiert sein werden auf dem Auge. Pastelltöne sind schwierige Farben bei Lidschatten, wie wir bestimmt alle wissen. Aber ich habe die Farben alle schon geswatcht und da sehen sie eigentlich relativ vielversprechend aus. Manche sind halt mehr schimmerig, andere haben mehr so ein Glitter-Finish. Ich glaube, Spirit war's. Sollte man dann besser mit so Glitterglue oder sowas auftreten. Bevor ich jetzt weiter drumherum laber, gucken wir lieber, wie die Lidschatten wirklich performen auf dem Auge. Dazu gehe ich als allererstes in Trick rein. Das ist einer der wenigen matten Töne hier drin. Und mit Trick gehe ich in die Crease. Wow, der lässt sich super einfach verblenden. Ja, ihr habt ja gesehen, nur ein paar Wischer hin und her und der Ton ist eigentlich schon verblendet. Dann versuchen wir ihn jetzt noch ein bisschen aufzubauen. Also der Ton wird nicht sonderlich dunkel, weil der ist ja in der Pfanne schon so hell. Viel aufbauen wird er vermutlich nicht gehen, weil es einfach das Pigment des Tons nicht hergibt, weil der Farbton zu hell ist. Aber aufbauen lässt er sich auch auf jeden Fall noch etwas. Dass er dann noch ungefähr den Ton hat, den er da im Fännchen hat. Ich versuche das mit dem Schimmerton Arrival noch etwas zu verdunkeln im hinteren Drittel an der Crease. Ja, das klappt doch ganz gut. Dann nehme ich den Ton Butterfly und werde den auf dem beweglichen Lid im hinteren Drittel verteilen. Aber so ist es ein sehr, sehr schöner, pastelliger Rosaton. Aber bis jetzt gefallen mir die Töne echt gut. Butterfly lässt sich auch auf jeden Fall etwas aufbauen. Und was ich auf jeden Fall super finde, die Farben haben kein Kickback in der Palette, also die Palette wird nicht versaut. Und Fallout von den Tönen sehe ich jetzt so auf meinem Gesicht auch nicht. Hello Toby, do you want to be my video? Yes? Da knurrt er nochmal, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Okay, da möchte jemand hier rein. Dem Ton Butterfly werde ich jetzt auch noch ins vordere Drittel gehen. Ich weiß nämlich jetzt endlich, was ich machen werde. Dann nehme ich den grünen Ton Live und werde ihn mit meinem Finger in die Mitte meines beweglichen Lides tupfen. Ein super schöner, pastelliger Grünton. Ich gebe zu, grün ist nicht meine Farbe, aber jetzt gerade fühle ich es irgendwie voll. Die Blume, die im Frühling erwacht. Frühling ist alles grün. Kommt man um grün nicht drumherum. Im Augeninnenwinkel werde ich Frost auftragen. Frost ist einer der Töne, der hat so einen Glitter-Finish. Ich werde dafür wieder meinen Finger verwenden. Wow. Aber es ist heftig, wenn das Licht drauf scheint. Also bei dem Ton, finde ich, ist der Name Programm. So stelle ich mir wirklich einen Frost-Ton vor, also einen Ton, der so heißt. Für den unteren Wimperkranz werde ich nochmal mit Trick im hinteren Drittel reingehen und dann nochmal mit Butterfly. Um dem Ganzen jetzt nochmal dieses Feeling zu geben von wegen, der letzte Schnee ist geschmolzen, die ersten Blumen erblühen, werde ich den Ton Misty auch nochmal mit meinem Finger auf die Mitte meines Lides auftupfen. In der Mitte des Grüntons. Heute irgendwie alles sehr romantisch angehaucht, aber ganz ehrlich, was will man mit so einer Palette auch anderes machen? Schon allein das Cover lädt dazu ein, irgendwas Romantisches daraus zu machen. Ich werde mir jetzt noch Wimpern aufkleben und dann kommen wir zum Fazit, was ich von dieser Palette halte. Und zwischendurch gönnen wir uns einfach mal selbstgemachtes Oreo-Eis. Beste. Ihr guckt das Video und habt mich noch nicht abonniert, dann könnt ihr das jetzt nachholen. Einfach auf den roten Abonnieren-Button klicken. Abonnieren ist vollkommen kostenlos. Und dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. So, da bin ich wieder. Mein Fazit zu dieser Palette. Die Farben sind wunderschön. Also wer Pastelltöne liebt, der wird diese Palette lieben. Damit lassen sich bunte Farben quasi in ein neutrales Alltags-Make-up integrieren. Viele Menschen möchten ja neutrales Make-up und
Man macht sich neutrales Make-up und benutzt dann einfach so eine Pastellfarbe als Hingucker, als Highlight sozusagen. Also dafür kann man die Palette auf jeden Fall verwenden, wenn man denn eine bunte Farbe mit in den Alltag nehmen möchte. Einzigen Ton, den ich wirklich etwas schwierig finde, ist Cherry. Wenn man den swatcht, auf dem Finger ist er schon viel, viel heller. Und so, man sieht eigentlich kaum etwas. Man müsste den Ton, glaube ich, anfeuchten. Hat viel Glitter auf jeden Fall drin. Die anderen, die im Fännchen so ähnlich aussehen wie Cherry, so Frost, Birdie oder Spirit, die lassen sich viel besser swatchen. Ich nehme jetzt mal Birdie. Der ist nämlich sehr, sehr stark pigmentiert. Ja, und da unten ist Cherry, man sieht es eigentlich kaum noch. Das ist der einzige Ton, wo ich nicht wirklich weiß, wie ich mit dem umgehen soll. Aber ansonsten finde ich die Palette top. Die Schimmertöne sind super, super schön. Es ist sanft, es ist pastellig. Man kann jetzt nicht warten, so bam in your face, here's the color. Nein, Pastell ist so nicht. Pastell ist zurückhaltend, Pastell ist Frühling, was die Palette ja auch als Thema hat. Pastell ist romantisch, Pastell ist verträumt, also zumindest sehe ich das alles so. Dann ist noch ein großer Pluspunkt, dass die Palette einen riesengroßen Spiegel hat. Und das Design ist für mich auch ein riesen Pluspunkt. Es ist wunderschön geworden mit dem roségoldenen. Ich liebe Roségold und ich liebe Rosa und ich liebe Kirschblüten. Wir haben auch einen Kirschbaum im Garten, wo ich dieses Jahr auch schon fleißig ernten war. Ja, was soll ich sonst noch dazu sagen? Also, für mich hat sich die Palette auf jeden Fall gelohnt. Die Farben, die haben auch gut performt. Es gibt keinen Kickback in der Palette. Ich hatte jetzt auch wirklich überhaupt gar kein Fallout. Zumindest bei den Farben, die ich benutzt habe. Nichts Negatives. Wirklich fast jam, bis auf den Ton Cherry, wo ich nicht wirklich weiß, wie ich den benutzen soll. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Sonst würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.